Commander. Ja, huhu, hier wieder beim Koali und bei XCOM 2. Wir haben einen Guerilla-Einsatz vor uns und eigentlich wollten wir den nutzen, um unsere neuen Rekruten ein bisschen zu pushen. Leider ist der Rekrut, den ich pushen will, noch in der Ausbildung. Das heißt, es muss mal wieder Colonel Max Monster richten, der unser einziger Spezialist, der noch verblieben ist. Bekommt auch direkt mal ein Medkit mit. Ein bisschen andere Rüstung. So, aber auf jeden Fall werden wir hier die Leute mal entfernen. Professor Creep und Löffel nehme ich auf jeden Fall wieder mit. Die müssen wir noch ein bisschen ausbauen. Und wir können momentan aus den Vollen schöpfen. Wir haben letztes Mal ein paar Leute rekrutiert. Die werde ich jetzt nach und nach ausbilden und dann auch mit auf Einsätze schicken. Ich hoffe, dass es dann noch ein paar kleine Einsätze gibt. Da es ein mittlerer Einsatz ist, nehme ich mal den Enger mit. Der ist nämlich erschüttert und wenn man ihn vernünftig einbaut, dann kriegt man da sicherlich Zeug vernünftig hin. So, um ihn von der Erschütterung zu heilen. Wenn wir hier mal Ausrüstungsgegenstände frei, damit er sich hier auch an den Granaten gütlich tun kann. Wo ist denn unsere Blendgranate? Ach, der Creep hat die. Ja, dann nimmst du dir mal die Brandgranate. So, wir brauchen auf jeden Fall auch einen Grenadier. Hatten wir nicht auch einen kleinen Grenadier irgendwo? Oder war der schon tot? So viele Leute gestorben letzt. Immer nach. Wir haben nur zwei Grenadiere generell. Und zwar Captain Buckfish und Major Lesrak. Tja. Nehmen wir mal Captain mit, wa? Und kriegt auf jeden Fall auch eine Säuregranate. Hatten wir eigentlich auch schon den besseren Granatwerfer? Ich glaube noch nicht. So, hier haben wir die Extra-Geschosse, die Brandgeschosse beim Sniper. Okay, wir haben also alles vertreten momentan. Wir haben leider ja nur einen richtigen ihr wisst schon, was ich meine. Ich komme gerade nicht drauf. Spezialisten, genau. Also nur den Max. Wir nehmen also noch einen Scharfschützen mit. Letztes Mal hatten wir den A mit. Der ist auch aufgestiegen. Das heißt, dieses Mal nehmen wir den Mischka mit. Der hat Bluescreen-Geschosse. Finde ich auch nützlich. Okay. So, und einem von unseren Soldaten können wir eigentlich auch unsere bessere Rüstung geben, oder? Eigentlich schon, ne? Wie sieht's denn hier dann mit dem Private Creep aus? Bearbeiten. Ausrüstung. Hatten wir nicht eine große Rüstung gekauft? Ich meine, wir hatten doch diesen Exo-Anzug gekauft, aber kann man den nur auf Plattenrüstung drauf machen? Das wäre natürlich extrem scheiße. Oder verbraucht es einen Ausrüstungsslot? Ne, einen Schädelstecker brauchen wir nicht bei dir hier. Ich weiß, dass wir das gekauft hatten. Hm.
Sehr strange. Egal. Müssen wir mit leben, dass wir das gekauft haben und es nicht in unseren hier Inventaren auftaucht. Das ist die Truppe, die wir an den Start schicken. Es ist kein schwerer Einsatz, es ist ein mittelschwerer Einsatz. Trotzdem Konzentration. Letztes Mal haben wir auch einen wichtigen Soldaten verloren. Ich habe also den Spielsound noch mal ein bisschen leiser gemacht. Irgendwie, ich habe immer noch ein bisschen... Bin ich nicht zufrieden mit der Mischung zwischen Ton und... also Spielton und Mikrofon. Aber es war jedenfalls schon mal viel besser als vorher. Also ich habe auf jeden Fall ein Turret schon mal gesehen da hinten. Wir müssen hier einmal quer über die Straße und dann hier hacken, okay. Fernhacken ist auch möglich eigentlich, oder? So, wir sind verborgen, das heißt, wir können relativ sorglos am Anfang erstmal scouten gehen. Die Sniper wären natürlich gut auf dem Dach von diesem Haus hier. Aber wir schicken erstmal den Engel ein bisschen hier gucken, was denn hier mal so abgeht. Okay, bisher keine Alien-Aktivitäten. Mischka, kommst du schon aufs Dach? Ja. Bin dabei. Der Max. Übrigens, wenn ihr euch die Comments durchlest, ich käbbel mich ganz gerne mit dem Max mal in den Comments wegen seiner Waffe und so. Alles lieb gemeint. Nicht wahr, Max? Ist ja auch ein ganz lieber, der Max-Monster. So, wer hier hin? Können wir die Straße runterschießen? Auch nicht so verkehrt. So, der Professor. Tempo! Und Backfisch. Los, los, los! Das Spiel möge uns viele Soldaten, gegnerische Soldaten auf den Hals schicken. Rücke zur Zielposition vor. Ich kann ja mal versuchen, hier mit dem Max das Teil da zu hacken, also diesen Turm. Bin unterwegs. Fuck. Das war dumm. Aber irgendwie ist er immer noch ein Concealment. Wir gucken mal, was es da so gibt. Wie gesagt, ich habe glaube ich in der letzten Folge schon mal erwähnt, angeblich bekommen die Boni auf ihre Hacken-Skills, wenn sie erfolgreich hacken. So, der Trupp erhält 2 Runden lang Truppsicht und die Chance dafür ist 100%. Dann würde ich mal sagen, mach mal. Also der Soldat, der Trupp. Max, du hast jetzt Truppsicht. Und du hast was gehackt. Ich finde ja, man sollte diese kleinen Drohnen auch benennen können. Also man kann den Waffen ja auch Namen geben. Max, soll ich deiner Waffe einen Namen geben? Du willst ja, dass ich sie aufwerte. Soll ich ihr einen Namen geben? Schreib mal in die Comments, ob ich ihr einen Namen geben soll.
Ich würde dich machen, wenn der Name cool ist. Und los geht's. Feindliche Ziele in Sicht. Okay. Was haben wir denn da? Lanzenträger, das sind keine Soldaten. Meh. Mein Professor einen Tick nach vorne. Wir haben auf jeden Fall schon mal den Overwatch. Am liebsten hätte ich dich auch hier oben. Gibt immerhin ein bisschen Boni, ne? Okay, die bewegen sich nicht. Noch 6 Runden zum Hacken. Okay, hier unten stand irgendwas. Habt ihr das gerade gesehen? Hier ist ein Trupp oder so. Das ist jetzt natürlich nicht so geil. Die könnten jetzt hier hochkommen und uns dann hier alle platt machen. Die stehen auf jeden Fall hier. Ich könnte da jetzt natürlich eine Säuregranate reinhauen. So, hier unten hin. Wenn die hier vorne vorstehen und hoffen, dass ich davon alle treffe. Und die damit rausholen. Dann habe ich aber auch mein Concealment irgendwie gebrochen, ohne dass ich jetzt hier große Vorteile davon habe. Schwer. Es ändert nämlich alles. Sonst würde ich jetzt hier nach vorne und würde hier schön was machen. Okay, jetzt haben wir Feuerschutz aus Versehen gedrückt. Das wollte ich eigentlich nicht, aber gut. Erleichtert mir jetzt ein bisschen das Überlegen. Vielleicht sieht der Engel, wenn er hier vorne hingeht, die Leute hier, die hier stehen. Im schlimmsten Falle wird er entdeckt. Geh mal hier hin und guck mal. Begebe mich zu dieser Position. Feind entdeckt, jawohl. Das ist... Okay, jetzt habe ich gar keinen Vorteil davon. Außer, dass ich einen im Overwatch habe. Die Viper, da ist es auch extrem kacke. Hätte nicht schlimmer laufen können. Andererseits hätte ich mir auch denken können, dass er hier entdeckt wird. Aber gut. Haben wir die Chance, irgendwas auszuschalten? Hier, 85%. Mit einer guten Chance zu töten. Jawohl, die Viper ist schon mal hin. So, Mischka, 70% auf den, 61% auf den, 75% auf den Stunlancer. Mach den platt. Okay, der lebt noch, der hat eine Rüstung an, leider. Löffel.
Schaffst du den? Hm. 9 Schaden auf den. Hat auch nur noch 2. Und er brennt. Professor Creep. Nach vorne. Was ist das hier eigentlich für ein Eumel? Das ist ein Stunlancer. Das ist ein Soldat, ne? Hey, dich brauchen wir. Ein bisschen zur Verteidigung irgendwie. Wir kriegen alle außer dem Soldat. Wir kriegen alle drunter. Für den Fall der Fälle einfach mal ein bisschen blenden. Jetzt, wo wir so viele Gegner gegen uns haben. So, Max. Mit deiner Truppsicht. Ja. Du bist noch in Concealment. Niemand weiß, dass Max da ist. Machst du mal Feuerschutz. Und der stirbt an den, am Feuer. So, die sind alle desorientiert. Und critten uns trotzdem jemanden in Deckung weg. Ja, Mischka. Also, es setzt sich fort. Wir verlieren jedes Spiel einen Soldaten. Aber er hätte jetzt Rüstung auch nicht viel gebracht bei. Und wir haben einen Sniper weniger. Das ist ärgerlich, ärgerlich, ärgerlich. Guck mal, wir können auch critten, aber dabei nicht töten. Unsere Sniper treffen wir auf jeden Fall jetzt leider auch nicht mehr. Also der eine, der noch da ist, der noch lebt, ja. Oh Mann. Mit Desorientierung crittet der uns einen Sniper weg, der in Deckung sitzt. Ich bin leicht pisst. Backfisch anscheinend auch. Wenn der Stunlancer rauskommt, ist er hin. Wenn der hier reinkommt. Der könnte flanken, kriegt dann aber auch einen Shot ab. Ich mach mal einen Overwatch hier. Schauen wir mal, was die beiden machen. Sind jetzt nicht mehr desorientiert, vielleicht schießen sie dann daneben. Da kommt der Overwatch-Schuss und der geht natürlich daneben. Fuck, armer Engai, armer Engai, armer Engai. Daneben, sehr gut. Das war wichtig. Und Klingensturm, räche dich. Jawohl. Feind vernichtet. Das sollte ich mir aus der Nähe ansehen. Eine Magazinerweiterung. Der Doc wird das sicher sehen wollen. Und Backfisch wird nicht getroffen. Ist ja auch in Deckung, ne?
Wusch. Und betäubt. Da ist das zwei Turrets gleich. Und wir haben nur noch vier Runden auch für das Netzwerk hier. Das heißt, wir müssen den Max auch mal ein bisschen nach vorne bringen. Löffel. Wir bringen Backfisch auch nach vorne. Kannst du von hier aus schon ein Loch in die Wand sprengen? Noch nicht richtig. Dann mach mal ein Reload. Ah, du kannst sogar kostenlos reloaden, okay. Dann finish him. Macht jemand Striche? So, Löffel. Sechs bis acht Schaden. Neun bis elf Schaden. Probier's mal. Ich würde sagen, daneben. Bin auf dem Weg. Bereit für den Angriff. Feuerschutz. Kommt das Turret schon so weit? Natürlich kommt das Turret so weit. Wir sind... Das ist die Krise hier, ey. Ja, halt's Maul. So, Backfisch nach vorne. So, und dann... Ja, da ist ein Turret, ich hab's schon gesehen. Bringen deinem Turret hier mal alles weg. Ah, gut, da würde ich das Spielelement treffen. Ah, geschickt vom Gegner. Ah, es muss aber doch noch eine Möglichkeit geben, wie ich das nicht treffe. Und trotzdem das Turret platt machen kann da. Das ist doch zum Kotzen, ich kann das nicht machen. Ich ständig das Ding damit treffe. Ich weiß, ist das damit platt machen? Na, aber diese Granatensteuerung, hier hätten sie sich echt auch von XCOM 1 auch mal ein bisschen überarbeiten können. Machen wir das Turret damit hin. Jo. So viel dazu. Löffel muss nachladen. It's killing time. Ein bisschen nach vorne. Engel.
63%. Wegen der Waffenreichweite. Das heißt, wenn wir dich näher ranbringen würden. Befehl bestätigt. Haben Sichtkontakt zum Ziel. Ja. Sehr schön. Haben Sichtkontakt zum ungeschützten Zugangspunkt. Okay, 5 Schaden gegen das Turret. Diese Rüstung ist stark. Munition ist knapp. So, der Professor. Kannst du von hier drüben das Ding beschießen? Ja, kannst du. Zwar nur mit 58%, aber ich nehme das mal. Sehr schön, Professor. Feind erledigt. Und eine Beförderung verdient. Redlich, würde ich sagen. Redlich. So, einmal bitte Gremlin-Heilung auf Backfisch. Und wie so oft weiß niemand, dass Max Monster da ist. Und den müssen wir jetzt aber auch näher an die ganze Sache ranbringen. Wir haben momentan keine Gegner, das heißt, ich hoffe, es kommen auch keine, wenn ich den jetzt hier ins Offene stelle. Ne, ist okay. So, schicken wir ihn mal nach da. Kannst du das Ding dann schon sehen? Ja, kannst du. Einmal bitte Workstation hacken. Wupp, einmal der Gremlin durch das gesprengte Loch. So, Einnahmen aus der aktuellen Region erhöhen sich um 25 oder die Forschungsdauer der aktuellen Technologie wird um 50% reduziert. Ich will mehr Einnahmen, Leute. Das ist außerdem 90%. Zack. Der Max ist der Profi-Hacker hier, ey. Ich sag euch das. Haben Zugriff. Sie haben mich. Menace 1-5, wir haben die erfolgreiche Beschaffung der Advent-Dateien bestätigt. Eliminieren Sie alle verbleibenden Feinde im Gebiet. Ja, hoffen wir, dass noch ein paar Soldaten dabei sind. So, Löffel. Die sind hier hinter. Hm? Hier oben war ja der Todespunkt für den Sniper. Das heißt, ich gehe mal hier in volle Deckung. Eingang auch mal in volle Deckung und einmal nachladen. Der Professor ist ganz gut unterwegs gerade. Hätte ich eigentlich auch mal nachladen können. So. Wie locken wir die da hinten raus? Wir gehen mal in den Stealth-Modus. Und schauen uns erstmal um, wo die denn jetzt hier genau rumlaufen. Können wir die schon sehen? Nein, können wir auch nicht. So. Verstanden, bin unterwegs. Löffel steht da eigentlich ganz gut. Der Professor mit voller Deckung. Nachladen für alle Fälle. Und weiter geht's. Biete Feuerschutz. Genug gewartet. Feuerschutz. Feinde bewegen sich. Ja.
Okay. What the fuck? Da kommt was. Hier hinten ist doch noch was zum Hacken für den Max. Und da haben sie ihn entdeckt. Das ist noch ein Soldat. Vielleicht sogar zwei. Löffel. Du und Treffen. Das ist wie Katz und Maus. Max. Kannst du von hier aus das Ding da hinten hacken? Nein, scheint noch nicht. Aber du kannst deine Waffe abfeuern. Aber ich lasse das erstmal. Löffel hat von hier aus keine Sicht auf irgendwas. Engai. Ich würde sagen, geordneter Rückzug. Vielleicht aufs Dach. Ja. Hier in volle Deckung. Wenn wir noch denken, die haben auch Granaten, die Viecher. So, der Professor. Bestätigt, rück aus! Overwatch. Overwatch, da kann er nämlich zweimal schießen. Und einmal Granaten. Treffe ich zwei und klaue die Deckung. Dumpty Dumpty, Humpty Dumpty. Okay, das war schon mal schlecht, Max. Ziel steht noch. Okay, das Auto explodiert und der Typ da, der daneben steht, hat mal, den interessiert das mal so gar nicht. Stehe unter starkem Beschuss. Aber du bist immer noch in voller Deckung. Da vorne. Besseren Schutz kann ich dir nicht geben, mein lieber Max. So, dafür kriegst du jetzt einen Kill. Bitteschön. So, Löffel hat schon wieder keine Sicht auf irgendwen. Perfekt. Gib ihm, Engai. Crit. Backfisch. Ich würde sagen vorrücken. Und dann treibst du ihn mit der Säure da mal aus seiner Deckung raus. Die Säure alleine müsste ihn schon über die Dauer töten. Ah, als Säurebrand, der ist gleich tot in der nächsten Runde. Der Professor geht in den Feuerschutz und Löffel auch. Ja.
bestätigt. Alle Feinde erledigt und Gebiet gesichert. Nein, das ist ja. Bestätigt. Mission Mischka, rest in peace. Immerhin hat sich der Professor eine Beförderung verdient. Sie schauen zufrieden und doch ist der gute Freund und Kamerad Mischka nicht auf der Heimreise dabei. Backfisch schwer verwundet. Mischka, ein Einsatz, 0 Kills, direkt tot. Ich weiß ja nicht. Das hat einfach nicht sollen sein, wa? Wir nehmen mal den Klingenmeister. Für den Professor. So, wir haben 3 Soldatenleichen, das ist sehr gut. Die brauchen wir. Ich brauche 5, braucht man, ne? Insgesamt. Und hätte ich gewusst, dass man die Plattenrüstung auch braucht, um die Exosuits anzuziehen, dann hätte ich die Exosuits auch nicht gebaut, dann hätten wir jetzt die Plattenrüstung bauen können. Hallo, Commander. Aber wir haben ein paar Vorräte. Und Backfisch hat reduzierten Willen und Enka hat den Willen wiederhergestellt. Okay. Testbereich läuft. Ach so, ach nee, der hat einen Exo-Anzug noch nicht, weil der 3 Tage braucht, bis er fertig ist. Ah, okay. Ich war schon versucht, zu rumzunölen. Ich habe rumgenölt, ja. In der Gorillaschule wird immer noch ausgebildet fleißig. Wo ist denn unsere Technikabteilung? Hier unten ist die Forschung. 8 Tage. Der Zusammenbruch von XCOM hätte. Unsere Forschungen schreiten wie geplant voran, Commander. Hier würden wir einen Soldat bekommen. Na, momentan haben wir ein paar rekrutiert, die müssen wir erstmal ausbilden. Nicht jetzt. Wir errichten erstmal das Funkrelais weiter. Damit wir mehr Einnahmen generieren. Okay. Ein düsteres Ereignis. Die Aliens bringen einen Maulwurf beim Widerstand unter und reduzieren die Zeit bis zum Vergeltungsschlag. Ja, von mir aus. So. Samur ist fertig. Soldat anzeigen. Fertig mit den Nerven. Weitermachen. Und unser Exo-Anzug ist fertig. Experimentelle schwere Waffen. Jawohl. Dann gehen wir mal zurück und bauen jetzt was anderes. Im Testbereich. Projekt wählen. Ja, wir könnten jetzt noch einen Exo-Anzug, aber da brauchen wir wieder 2 Soldatenleichen. Betäubungslanzenträger für den Spinnenanzug. Jo. Feldmedizin. Schädelauswertung. Damit die Hacking-Skills gepusht werden. Oder experimentelle Munition. Oder experimentelle Granaten. Aber wir haben ja schon 2 verschiedene von.
Ich hoffe mal, dass der Spinnenanzug mehr Rüstung bietet. Das heißt, ich würde dann den nehmen. Wie viele Iridiumkerne haben wir eigentlich? Einen. Das heißt, wir können eine Sache davon machen. Das brauchen wir auf jeden Fall. Irgendwann. Deswegen werde ich jetzt den Kern dafür verwenden. Gehen wir mal in die Technik. So, Rüstung. Wir brauchen sogar 6 Soldatenleichen. Momentan haben wir 3, glaube ich. Ja, es ist nicht einfach mit den Ressourcen. So, Funkrelais errichten. Wir hören Sie. Sehr schön. Alle GTS-Taktiken kosten 50% weniger. Das ist doch perfekt. Da gehen wir direkt mal gucken. Da lohnt es sich doch dann auch mal einmal zuzuschlagen. Aber die kosten immer noch 75 Vorräte hier. Ah ne, die kosteten vorher 150, ne? Ja. Ich sehe, da ist Zeug drin. Okay, hier. Mehr Gegenstände. Wir haben momentan auch ein bisschen Knete, das heißt, wir können das auch mal ruhig kaufen. Das Verbluten. Mehr Schaden gegen flankierte Ziele. Erhöhte Crit-Chance für Scharfschützen. Ist auch mal gut. So, und das war's erstmal. Ein bisschen müssen wir immer noch sparen. Können wir hier das Funkrelais? Ne, das würde 125 kosten. Okay. Iridium-Kristalle. Da können wir dann jetzt wahrscheinlich mal hingehen. Den Soldaten ignorieren wir mal geflissentlich. Müssen auch mal wieder ein bisschen Informationen sammeln demnächst. So. Scannen. Beutezug. Meldet Informationen in Advent. Nachschublinie. Transporter abfangen. Überfallposition ansehen. Da gibt es bestimmt auch lustige Sachen. Deswegen starten wir den Einsatz und beim nächsten Mal schauen wir dann auch, wie wir diesen Beutezug dann erfolgreich, dieses Mal hoffentlich ohne Verlust, überstehen. Ist wieder eine sehr schwere Mission. Jetzt, wo unsere Rookies fertig sind und auch mitgenommen werden können, haben wir die sehr schweren. Aber ich glaube, ich werde ihn auf jeden Fall trotzdem mitnehmen. Seid gespannt, wie dieser Beutezug, die Operation Schwebender Wal, dann von sich geht. Bis dahin, have fun, euer Koali. Tschüss!